Weiter geht's nun mit dem vierten Teil dieses zweiten Customized Let's Plays. Das leckt immer, wenn ich aufnehme, aber zumindest ist es nicht dauerhaft am Laggen. Was ich erstmal aber unbedingt brauche, sind Kommentare unter folgendem Video, was ich jetzt hier als Anmerkung verlinken würde. Und zwar da das 200. Video von mir noch nicht war, muss ich ja dringend Kommentare haben. Und dann am besten auch zwei. Weil das 300. Video ist nämlich auch schon bald. Ich habe nämlich jetzt schon 294 Videos, also die. Und dann bräuchte ich wahrscheinlich nur noch etwa einen Tag oder vielleicht zwei. Und dann hätte ich schon das 300. Video schon wieder. Muss ich so lange erstmal wieder eine Woche Upload-Pause. Das ungefähr eine Woche würde ich dann pausieren, wenn dann nämlich noch kein Kommentar kommt. Also solltet ihr das unbedingt angucken, dieses Video. Und deswegen werde ich das dann in Zukunft vielleicht auch immer wieder verlinken, weil das Video muss mehr Aufrufe haben. Das ist mir schon wichtig, dass das Video mindestens auf 1000 Aufrufe innerhalb eines Monats kommt. Und dann kriege ich auch wahrscheinlicher Kommentare. Je mehr Aufrufe, desto wahrscheinlicher kommen Kommentare. Stein hier habe ich jetzt blockiert. Und ich darf dann jetzt raus. Weil ich nämlich mehr Schienen brauche. Eisen ist fertig, immer noch nicht. Dann könnte ich ja in dem Bereich schon mal wissen. Das abgraben, und zwar Diamanten will ich jetzt noch ein paar abgraben. Gehe ich erstmal runter zu den Diamanten. Ach, Gold, Redstone. Da unten Diamanten, da muss ich mal hier, sag ich mal, ein paar Minuten lang hier einen Raum freigraben. Und natürlich massig Erfahrung, aber das kann ich ja nicht verwerten, da ich keinen Zaubertisch machen kann. Ich habe noch kein Obsidian und außerdem Bücherregale braucht man auch noch. Bin ja schon mit voller Diamantrüstung ausgerüstet. So viel Diamant hier. Ich glaube, das wäre normalerweise als Cheater. Würden manche sagen, vielleicht. Da sind ein paar Steine, aber das ist nicht viel. Fast alles hier nur aus Diamanten. Habe ich noch so ein bisschen, bis ich irgendwie vermute, dass das Eisen fertig ist. Das dauert ja noch ein Weilchen. Damit ich mir mehr Schienen craften kann. Auch jede Menge Erfahrung hier. So viel Diamant, was man hier bekommt. Also ich glaube, das dürfte ich eigentlich mal so lange machen, bis das vermutlich das Eisen fertig ist. Am besten hier mit einer Glück- und Effizienzspitzhacke mal hier rumgraben. Viel Diamant hier. Ich glaube, wenn man sowas. Oh, alle 5 Level ist das ja mit dem.
Was könnte ich denn noch machen? Also ich bin ja seit knapp über einem Jahr auf YouTube. Hab schon dann fast 300 Videos. Also ich hatte 280 Videos zum Zeitpunkt des einjährigen Jubiläums. Aber ich habe trotzdem nur 34 Abonnenten. Also irgendwie was mache ich falsch. Was denn nun? Ihr könnt vielleicht Ideen geben, warum ich wenig Abonnenten bekomme. Obwohl ich viele Videos hochlade. Oder eigentlich bedeutet das ja, wenn man viele Videos hochlädt, dass man auch viele Abonnenten bekommt. Was eigentlich bei mir nicht der Fall zu sein scheint. Ich glaube, wenn ich 8 Videos hochlade, habe ich auch ungefähr einen Abonnenten. Aber ich will die Quote auf mehr Abos als Videos erhöhen. Hier sozusagen, sag ich mal, 3 oder 4 oder 5 Abonnenten je hochgeladenen Video bekomme. Und dann hätte ich nämlich schon mehrere tausend. 2.000 bis 3.000 Abonnenten hätte ich schon. Boah, ganz schön viel Diamant hier. Auf diese Ebene werde ich dann noch weggraben und dann werde ich jetzt wieder hochgucken, ob das Eisen fertig ist. Damit ich nämlich die Schienenstrecke weiterlegen kann. Das soll nämlich eine Art Rundumfahrt sein, dass man da vom, also den Weg, den ich beim ersten Part gegangen bin. Bin ja immerhin auch einige Blöcke von vorn entfernt. Ja, minus 855 und minus 214. Genau 40 Level. Da sieht man relativ viel Diamant. Um in Redstone zu fahren, muss ich mich hier nochmal reingraben. Als Redstone ist nicht so wirklich wertvoll. So viel Gold. Da kommt Eisen. Hier ist alles nur aus Eisen. Ich werde selber auch ordentlich aufhören, das hier alles auf Holz zu machen. Da müssen wir nämlich die ganzen Erzblöcke alle rausreißen und dafür da rausmachen. Und hier den Stein auch. Hier kommt nämlich kein Erz mehr vor. Ah, ist fast fertig, aber ich habe schon so viel Diamant. Hier kommen die Diamanten rein, da. Hier kommt so viel Diamant rein. Boah, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann noch 46. Danke, Goldbarren könnte ich auch noch gebrauchen. Ich wollte auch mehr Sticks. Also muss ich mir jetzt mal die Bäume pflanzen gehen. Es wird natürlich jetzt gerade Nacht, also schlafen. Steinschwert muss ich auch noch mal aufbrauchen. Ich will hier ein paar Bäume pflanzen gehen. Hier links ein Wald entsteht. So Schnee. Ich liebe Schnee. Also ich mag Schnee gern. Ich muss jetzt mal hier noch ein paar Bäume abbauen. Habe ich hier noch eine Axt dabei? Ja, da ist noch eine Axt. Da ist noch eine Kohle. Zum Aufbauen oder Hochbauen nehme ich jetzt Cobblestone. Das ist eigentlich nicht so wertvoll, also das ist nicht wertvoll, das Material. Da ist ein Birkenbaum. Ich will die Axt auch mal aufbrauchen. Blöcke sind das. Und direkt wieder ein Zeppling raus. So, ich habe nämlich jetzt 3 Stacks Eisen, dann brauche ich jetzt mal
Schafe brauche ich jetzt nicht töten. Da kommt da noch was raus. Da ist noch ein Baum. Zack. Das ist ein Setzling und ein vierten Setzling. Doch eigentlich ganz gut aus, dass ich diese Landschaft habe. Dauert aber auch lange, das hier alles abzubauen. Übrigens, im Moment werden jetzt auch wieder Videos hochgeladen. Was ich die 300 Videos dadurch relativ rasch habe, also nachverletzt. Die Kette. Ah, schon wieder. Tut mir jetzt weh. Muss ich wieder hoch? Fast die perfekte Treppe, außer dieser eine Block. Jetzt verschwindet hier noch ein Setzling rum. Und noch mehr Setzlinge. Da liegt auch noch einer rum. Ich auch noch einen Block hinbauen, damit ich da hoch kann. Ich habe nur drei Setzlinge. Also drei normale und dann einen noch einen vierten Setzling. Damit ich hier dann wirklich einen Wald machen kann. Und sollte erstmal wieder was essen. Bitte trotten. Sollte eigentlich langsam mal. Nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ah, ich wollte ja erstmal noch. Das mit dem Eisen muss ich ja noch machen. Und da ist gerade der erste Baum gewachsen. Den muss ich ja nicht mehr weglaufen. Oh Gott, nicht. Redstone habe ich hier noch drin. Redstone brauche ich gerade nicht. Na doch. Doch Redstone. Für die Powered Whales. Kann ich insgesamt 7 Stück herstellen. 5, 6, 7. Für die Sticks und hier das Redstone. Das sind für 64 und 2. Jetzt brauche ich nochmal mehr Stöcker. Und da kann ich mir 32. 16, 32, so. Boah, 32 Sticks. So, habe ich jetzt mal 32 Sticks. So, jetzt mal die Eisen fertig, Eisen fertig und Eisen fertig. So kann ich mir erstmal ganz schön viele Schienen herstellen. Zack, so viele. Das wird erstmal reichen. Und noch den letzten Stock für eine Redstone-Platte verbrauchen. Obwohl, ich kann noch ein paar mehr machen. So, ich sollte auch noch ein paar mehr machen. Ich habe so viel Eisen abgegraben. Das dürfte jetzt auch mal reichen. So, es geht nicht hart. Die Schienenstrecke weiterbauen. Anscheinend sind die Power Wave eigentlich in 80ern viel stärker geworden. Ich denke auch ein weiter. Oh, das ist meine Strecke. Geht schon so weit. Und hier geht's. Habe ich hier noch ich habe alles hier in 6-6 hier. Ich brauche auch noch Steine hier. Zack, hier muss ein Stein hin. Geh dann hier lang. Baut. Mach aber nichts.
1, 2, 3 Power Blades wieder hin. Redstone Fackel. Und ganz schön viele Schweine. Und da ist eine Höhle. Kann ich dann erkunden. Und der erste Stack ist schon aufgebraucht. Geht ziemlich schnell, wie man hier Stacks verbrauchen kann. Schwein zur Seite. Noch mehr. Leute hier zur Seite. Ich will die nicht töten, aber ich will die mal beiseite haben. Ich muss immer da am Berg in der Nähe bleiben, wenn ich dann NPC dort finden kann. So. Powered Rails und jetzt wieder in die Richtung. Und jetzt einfach mit flüchten. Das Ding wieder hinter sein. Ganz schön großes Projekt, was ich da jetzt mache. Wo ich auch sehr viele Schienen für brauche. Deswegen habe ich auch so viel Eisen gebrannt. Auch steil hoch. Der wieder weg. Jetzt wieder 1, 2, 3 Power Rail. Wieder eine Fackel. Mal gucken, wo das NPC doch ist. Falsch gebaut gewesen. Und schon wieder ein Stack aufgebraucht. Also braucht er ordentlich viele Stacks hier. Und hier wieder 1, 2, 3 Powered Rails und die Fackel. Bin ich hier am NPC-Dorf angekommen. Wenn ich hier die Schiene ein bisschen drumherum und durch das Dorf legen. Und die Dorfbewohner will ich nicht angreifen. Und jetzt soll das ja noch weiter zum Spawn und dann wieder das Kürbisse des Spawn liegt in der Richtung. Das sind noch mehr Kürbisse. Wenn ich dann Jack-O-Laternen herstellen kann. Das ist ordentlich runter. Ich werde gucken, ob man das da wirklich von da oben von der anderen Seite her schafft. Und schon wieder ein Deck, hat nur noch zwei. Also es verbraucht Unmengen Schienen hier. Das sind Kürbisse. Den schnapp ich mir auch noch. Es ist schon wieder Nacht. Ich bin mit der Schiene jetzt hier angekommen. Ich werde sie jetzt noch zu Ende legen. So. Der weg. Der auch. Ich muss das natürlich noch testen. Also wie gesagt, mit dem Zurückkommen, ob man das schafft. Und schon der letzte Stack ist angebrochen. Und dann muss ich nochmal ganz schön viel Eisen holen. Und ändern wir. Das war wieder ein bisschen schneller. Und jetzt Monster gespawnt. Das ist halt schnell.
Okay, das geht ganz schön hoch. Ah, hier genau schon gut. Und die Monster an sich keine. Jemand nachts durchfahren. Ich habe noch ein Skelett hier. Skelett hier töten. Da läuft das irgendwie auch nicht so gut. Also hier. Hier habe ich noch 6 Bett von Tackeln. Im Dorf. Ich soll ja noch den Spawn zurückführen. Ach, was geht denn aber los? Wir fehlen auf einmal Schienen. Verändert Männer. Ich muss aber wieder zurück. Oh, das sind Schweine an der Strecke. Oh, hier sind wirklich Schweine. Komme ich nicht hier reibungslos nach Haus. So, die Schweinennahne. Also die Schweine hier beseitigen. Und ich bin nach Hause, weg vom NPC-Dorf. Da ist natürlich ein Zombie ganz bald da in der Nähe. Boah, der Zombie hat mich nicht gekriegt. Da ist eine Spinne. Noch eine und dann Zombies. Das ist nicht wahr. Das ist explodiert.
schnell schlafen gehen. Und das kann passieren, wenn es Nacht wird. Creeper, die brennen nicht. Das ist aber auch komisch. Der Creeper fällt weg. Na toll. Jetzt muss ich anscheinend ein neues Minecraft herstellen, aber das ist nicht so schwer. Ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Dann gebt wieder für den Daumen nach oben. Dann teilt dieses Video mit dem bekannter Werte und abonnieren. Dann werdet ihr wahrscheinlich weitere Videos von mir sehen. Bis dann und ciao.